Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Parteichef Merz sieht CDU nach Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Aufwind. Der nach vorne gerichtete Kurs der CDU-Partei sei bestätigt worden, schrieb Merz auf Twitter. FDP-Chef Lindner kündigte angesichts starker Verluste eine Phase der Reflexion im nordrhein-westfälischen Landesverband an. SPD-Co-Chef Klingbeil sagte, seine Partei sei bereit, Regierungsverantwortung in NRW zu übernehmen. Vorläufiges Endergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Demnach erhielt die CDU 35,7% der Stimmen. Die SPD verliert deutlich und kommt auf 26,7%. Die bisher mitregierende FDP fällt auf 5,9%. Die AfD erhält 5,4%. Die Grünen liegen nach starken Zugewinnen bei 18,2%. Die Linke kommt nur auf 2,1%. Eine Mehrheit hätten demnach ein schwarz-grünes Bündnis oder eine Ampelkoalition. Offenbar Rückeroberungen im Osten der Ukraine. Nach Angaben aus Kiew ist es ukrainischen Soldaten nahe der Stadt Charkiw gelungen, an einer Stelle bis an die russische Grenze vorzustoßen. Wie Präsident Selenskyj mitteilte, verhandle man zudem weiter über eine mögliche Evakuierung der Soldaten aus dem belagerten Stahlwerk in Mariupol. Schweden und Finnland beraten über NATO-Beitritt. In Stockholm und Helsinki sind die jeweiligen Parlamente zusammengekommen. Die Regierungen beider Länder befürworten einen Beitritt. NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärte, Schweden und Finnland könnten mit einem schnellen Aufnahmeverfahren rechnen. Der russische Vize-Außenminister Rjabkov nannte die Beitrittspläne einen großen Fehler. Beratungen der EU-Außenministerinnen und Minister in Brüssel. Thema ist erneut ein mögliches Einfuhrverbot für russisches Öl. Die Pläne stehen auf der Kippe. Ungarn machte seine Zustimmung zuletzt von milliardenschweren Beihilfen oder Ausnahmeregeln abhängig. Bundesaußenministerin Baerbock sagte, sie rechne heute noch nicht mit einer Einigung. Das Wetter. Heute teils längerer Sonnenschein, teils aber auch Quellwolken und von Westen und Südwesten her Schauer und Gewitter. Ab dem Nachmittag sind örtlich auch Unwetter möglich. Höchstwerte 17 bis 28 Grad.